Wir sind Sophia und Damian und Mauritius ist für uns mittlerweile wie eine zweite Heimat geworden. Nach so vielen Monaten, die wir mittlerweile dort verbracht haben, räumen wir in diesem Video mit dem Klischee auf, dass es angeblich viel zu teuer sei und zeigen euch dabei die 10 schönsten Orte, die wir euch sehr gerne ans Herzen legen möchten. Sehr wahrscheinlich habt ihr auf dieses Video geklickt, um herauszufinden, wo die 10 schönsten Orte auf der Insel Mauritius sind. Die meisten denken ja, dass Mauritius nicht gerade sehr, sehr günstig ist. Ja, weil die meisten kennen wahrscheinlich aus das Traumschiff oder ganz vielen Katalogen. Oder diese online, nicht online, sondern im TV, kennst du noch, wie heißt das nochmal, wo die dann so Reisen vorstellen? Das Traumschiff. Wie so ein Reisebüro. Nein, nicht das Traumschiff, wo die, wie so bei QVC, nur wo dann die Reisedinger, so buchen sie noch ihre Reise. Aber statt, kennst du es nicht? Kenn ich nicht. Also Mauritius bietet einfach viel, viel mehr. Natürlich gibt es da die Luxus-Hotelanlagen, wo alles so, wie man es vielleicht so gesehen hat oder wie man sich Mauritius vorstellt, das gibt es auch. Aber Mauritius hat noch eine ganz andere Seite, was eigentlich so das wesentliche Mauritius ausmacht. Und das würden wir euch auf jeden Fall super gerne heute mal vorstellen, weil falls ihr uns schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass wir schon einige Male dort waren. Und falls ihr vielleicht neu dazugekommen seid, dann dürft ihr natürlich sehr gerne den Kanal abonnieren und dem Video sehr gerne ein Däumchen nach oben lassen, falls wir euch bei eurer Reiseplanung geholfen haben. Und ihr werdet auf jeden Fall noch weitere Reisetipps auf unserem Kanal finden. Also es lohnt sich, dran zu bleiben. Aber ich würde sagen, wir stellen euch jetzt mal die 10 Orte vor und erklären euch, wie man das Ganze auch günstig machen kann, falls sie überhaupt Geld benötigen. Erstens, Île aux Unités, einer der vielen kleinen Inselchen, die sich um Mauritius rumbinden. Also da gibt es einige, Île aux Surf zum Beispiel, hört man auch ab und zu, wenn man sich über Mauritius schlau macht. Wir persönlich finden Île aux Unités ganz, ganz schön, weil wir sehr häufig in dem Dörfchen La Goulette bleiben, wo es auch sehr günstige Airbnbs gibt. Das schreiben wir euch auch sehr gerne unten in die Infobox. Und von dort aus sieht man Île aux Unités ziemlich gut. Das Schöne ist natürlich, die Insel von weitem zu sehen, man kann aber auch rüber. Und zwar gibt es da so einen kleinen Tipp, wie man es günstig machen kann. Man kann einfach unten an den Steg gehen, in dem Dörfchen La Goulette und dort einfach die Fischer fragen und dann natürlich rübergebracht werden. Da kann man da gerne auch verhandeln. Und ansonsten SUP, oder? Ist auch eine schöne Sache. Mit dem SUP kommt man rüber. Und was ich euch empfehlen würde, davor, vor dem Steg, da ist ein kleiner Snack-Restaurant, das nennt sich Liverpool. Nehmt euch da eine Portion wie ein Frit oder so ein bisschen was Frittiertes mit und ihr könnt einen richtig schönen Tag auf Île aux Unités genießen. Bei türkisblauem Wasser, der Crystal Rock, den kennt man vielleicht, wenn man nach Bildern nach Mauritius guckt. Ja. Das ist so ein kleiner, schon ein großer Stein, so der mitten im Meer liegt. Drumherum, wie ein Kristall halt. Wie ein Kristall und drumherum die Fische und türkisblaues Wasser mit einer mega schönen View. Absolut. Und zwar geht die View nämlich perfekt Richtung Le Mans. Also wir kommen auch später gleich noch zum Thema Wassersport. Also auch da kann man wunderschön vorbeifahren mit einem Kite oder mit einem Windsurfbrett. Also all diese Aussicht, das ist wirklich wie ein riesiger Spielplatz, dieser Ort. Oder wenn man möchte, kann man auch, sage ich jetzt mal, einen aufwendigeren Bootstrip machen, wo man dann ein Barbecue auf der Insel hat und zum Beispiel vorher noch mit den Delfinen schwimmen war. Falls ihr auf eigene Faust darüber wollt, mit einem SUP, das wollte ich noch ganz kurz anmerken, dann geht ganz, ganz früh morgens. Und vor allen Dingen achtet darauf, dass das Wasser noch richtig flach ist. Ansonsten ist die Insel nämlich weiter weg, als ihr schaut. Zweitens, und da empfehlen wir euch die Strände im Süden. Da ist Belle Ombre, Riambel und Saint-Félix sind unsere Highlights. Die sind super einheimisch noch, die Strände. Also wenig verbaut und wenig, touristisch angepasst, so würde ich mal sagen. Man hat auch die Chance, dass man einen großen Strandbereich einfach nur für sich hat. Dann auch von der Wasserqualität ist das, finde ich, ein absoluter Traum, würde ich sagen, oder? Mega schön. Der Sand ist ein bisschen grob, aber das macht es auch gerade so authentisch. Und der einheimische Wald ist dort der Nadelwald. Da sind ganz viele schöne Pinienbäume mit vielen, vielen Vögelchen, die da rumzwitschern. Und man kann da einfach komplett entspannen. Also es ist wirklich ursprünglich und das Tolle ist halt grundsätzlich auf Mauritius, alle Strände sind öffentlich. Also nichts ist privat, auch wenn da ein Hotel steht. Ihr dürft immer über den Strandzugang hin und den Strand nutzen. Und es gibt ja so einige Inseln, auch zum Beispiel in der Karibik, wo es eben so ist, dass die Hotels Strände privatisieren können und man als, sag ich jetzt mal, Normalo-Tourist, der jetzt halt einfach selbstständig reist und keine Pauschalreisen gebucht hat, nicht so gut an die schönen Strände rankommt. Das Schöne ist, die Einheimischen haben die Chance, du als Tourist hast die gleiche Chance, dahin zu kommen. Und das Tolle ist, es ist einfach wirklich zum Teil super, super leer. Und wir finden halt, die Strände da unten an der Südküste sind ein Traum. Drittens,
La Prairie ist auch im Süden und wir befinden einen Strand, den man nochmal besonders hervorheben sollte, weil es eben auch so ein bekannter Fotospot ist. Es hat auch seinen Grund, warum es ein Fotospot ist. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein super langläufiger Strandabschnitt in einer Bucht. Mhm. Und eine Lagune. Eine Lagune. Mhm. Mit auch wieder mit ganz klarem Wasser, ganz wenig Bewegung im Wasser, also keine Wellen, kaum Strömung, mit einer extrem schönen Sicht auf den Lemor, das ist der bekannte Berg auf Mauritius. Und da kommen wir nämlich auch schon direkt zu viertens, und zwar der Lemor. Der Lemor ist ein, hast du gut gezeigt. Der Lemor ist etwas, was ihr bestimmt alle schon mal gesehen habt. Oder wenn ihr die Mauritius-Reise bucht, wahrscheinlich seht ihr das auch bei dem Flug, bei den Airlines. Ah, Mauritius, und dann ist dieser Berg zu sehen. Er ist wirklich so schön, wie er auf den Fotos aussieht. Noch schöner, einfach noch schöner. Einfach noch schöner. Ihr müsst euch eine flache Region vorstellen, wo auf einmal mitten am Strand, also der liegt fast direkt am Strand, ein hoher Berg. Ein hoher Berg rausguckt, und es sieht aus wie so ein Hütchen, finde ich. Ja, es ist einfach hoch und gigantisch, weil der Rest halt so flach ist drumherum. Und das Schöne ist, warum wir das jetzt nochmal auflisten, direkt am Le Mans, also ihr könnt ihn auch besteigen. Es hat eine wirklich interessante geschichtliche Story, also einen Hintergrund, den ihr euch von einem Guide erzählen lassen könnt. Also ihr könnt mit einem Guide dort hochgehen, falls ihr auch verunsichert seid, weil ihr solltet sichere Wanderer sein. Also geht da bitte nicht zu naiv ran, weil gerade das letzte Stück hat es in sich. Ist anspruchsvoll, deswegen auch am besten morgens hochgehen, weil das letzte Stück, da ist auch überall viel Gestein und man muss sich am Stein festhalten. Und den ganzen Tag scheint da die Sonne drauf und es wird alles extrem warm und heiß. Und eigentlich, wir sind einmal mittags gegangen, dass man den kaum besteigen kann bei den Temperaturen, weil es auch viel zu heiß ist. Um richtig für die, zu greifen. Genau, für die Hände auch. Also morgens früh los, am besten vorm Sonnenaufgang. Noch kleiner Tipp, der Sonnenaufgang da oben ist fünftens. Also Mauritius ist ein Traum für jeden Wassersportler. Es gibt ein ganz flaches Revier, das liegt in der Lagune bei Le Mans. Man hat sehr gute Windbedingungen, da man auch viel Thermik hat über den Berg, über den Le Mans, über den wir schon ganz viel gesprochen haben. Und ungefähr einen Kilometer weiter raus an der Küste entlang, oder fast zwei, das kann man alles kiten oder auch segeln oder mit jeder Wassersportart kommt man hin, hat man ein traumhaftes Wellengebiet mit verschiedenen gleichmäßig hohen Wellen. Also am Riff, da geht der Channel auf und da bricht dann der Swell von außen am Riff und die Wellen sind da wunderschön. Von langsam bis schnell, von hoch bis tief. Also für von jeden ist das was dabei. Gefährlich bis ungefährlich. Das auch, richtig. Macht euch dabei. Schlau davor, fragt die Person vor Ort, wo welche Welle kommt, wo man hingehen kann. Und unterhaltet euch bitte davor auch mit den Leuten, die schon länger da sind, wo man rausgehen kann, wie man rausgehen kann, weil das Starten und Landen ist da eher so das Trickige dabei. Der Rest draußen eigentlich super safe. Und ganz unabhängig davon, falls ihr noch nicht Windsurfen oder Kitesurfen könnt, dann können wir euch sehr gerne eine deutsche Kiteschule ans Herz legen, und zwar Airswitch Kitesurfing. Dort haben wir nämlich auch damals unser Praktikum gemacht, während wir im Ausland waren, und durften dort einfach ein halbes Jahr arbeiten. Das ist so crazy. Also die Arbeit hat enorm viel Spaß gemacht. Wir haben so viele tolle Leute kennengelernt. Also falls ihr vielleicht auch sagt, hey, ich möchte gerne alleine reisen nach Mauritius oder ich hätte Lust auf Homeoffice ein paar Monate dort und ihr wisst nicht, wie ihr Leute kennenlernt, habt auch eine Begeisterung für Sport und habt Lust, diese Sportart zu lernen, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne bei Olli machen. Wir lassen euch den Link unter der Infobox. Er hat dort immer wieder Schüler, ihr werdet dort auf jeden Fall neue Leute kennenlernen, ihr werdet euch super gut vernetzen können und werdet gleichzeitig noch richtig viel Spaß auf dem Wasser haben. Sechstens, was wäre eine Trauminsel ohne Sonnenuntergang? Und auf der Westseite kann man sowas natürlich auf der Insel meistens immer am schönsten, wenn man einen direkten Blick auf den Sonnenuntergang haben möchte. Wir können euch da wirklich einfach nur Beispiele nennen, weil an sich ist es egal, wo ihr an der Westküste seid, es ist immer ein absoluter Traum. Da wir persönlich halt häufig in Lagolette bleiben, also in der Nähe vom Le Mans, ist dort natürlich ein traumhafter Sonnenuntergang. Falls ihr dort ein Apartment habt, dann habt ihr halt einfach wirklich die Aussicht auf Illuminati und auf den Le Mans. Ein absoluter Traum. Falls ihr allerdings direkt an Strand fahrt, Tamarin eignet sich super, Flick auf Flack und eigentlich alle anderen Strände, die sich dort auch befinden. Siebtens, für alle Wanderbegeisterten können wir euch den Black River Nationalpark empfehlen. Das ist ein ganz ursprünglicher Nationalpark. Also die ursprüngliche Natur Mauritius,
Und da gibt es ganz viele Wanderwege, auch hoch in die Berge zum Black River Peak, der höchste Punkt Mauritius. Es ist total ungefährlich, es gibt keine Tiere, die einen so weit bedrohlich sein können oder die gefährlich sind. Man kann sich da frei bewegen, frei wandern, die Wege sind soweit gut ausgeschildert. Es ist nur wichtig, dass ihr auf den Regen achtet, weil wenn es regnet, dann regnet es schon ordentlich in Mauritius. Ja. Da sind die Wege nicht mehr so schön zu laufen. Ansonsten Ein Traum. Also da hat Darwin absolut recht, es könnte ein bisschen gefährlicher werden, falls es viel regnet, dann kann es nämlich sein, dass gerade wenn ihr eher schluchtartig irgendwo unterwegs seid, dass da halt viel Wasser runterkommt. Ansonsten gibt es wirklich eigentlich fast jede Wanderroute ist irgendwie empfehlenswert. Die eine oder andere führt zu einem Wasserfall, was wirklich ganz toll ist, wie zum Beispiel Ma En Jean finden wir ganz schön oder auch die Alexandra Falls. Das sind alles auch meistens Wanderungen, die jetzt echt keinen ganzen Tag benötigen. Das ist alles zwischen 1,5 bis 3 Stunden, also wirklich etwas, was man sehr schön teilweise auch nur vormittags erledigen kann. Deswegen eine absolute Empfehlung. Ihr braucht da eigentlich einfach nur die Karten vor Ort und werdet euch auf jeden Fall nicht verlaufen und auch, wie Damian sagt, keinen gefährlichen Tieren. Weil das ist so eine Angst, die viele haben. Achtens, Port Louis. Etwas, was wir euch tatsächlich nicht unbedingt empfehlen würden. Ich wollte es aber sehr gerne hier reinbringen, weil es nämlich wirklich einfach eine Typsache ist. Und zwar gibt es dort eigentlich einen Markt, der ist, soweit ich weiß, sogar fast jeden Tag. Informiert euch da auf jeden Fall mal bei Google, da kann man eigentlich alle Zeiten einsehen. Und zwar könnt ihr mit dem Auto, übrigens ist Linksverkehr auf der Insel, da hinfahren und hinkommen und parkt dann an der Caudan Waterfront. Also wir lassen euch die Infos nochmal unten in der Infobox. Dort müsst ihr nämlich nicht durch die Stadt fahren, sondern könnt über die Autobahn direkt hin, weil fahrt nicht durch die Stadt. Ich habe es schon mal gemacht. Es muss ein bisschen lebensmüde sein. Die Mauritianer fahren sehr wild Auto. Die können Auto fahren, wenn es eine Spur und andere Spur, also einmal geradeaus, die Royal Road, die einmal um die Insel geht. Aber sobald mehr Spuren da sind, ich habe es mit meinem Opa gemacht, es krachten beide hier sterben. Und damit war gar nicht da. Und ich so, oh Gott, wo bin ich lang gefahren? Danke Google Maps. Deswegen, da parken ist eine ziemlich gute Idee. Und von dort aus könnt ihr dann eigentlich so ein bisschen die ganz klassischen touristische Orte entdecken oder halt den Markt und dort gibt es wirklich tolles Gemüse und Obst. Also das super ist lecker, frisch, viel Lokales dabei. Ja. Rotis, macht auch Spaß, so ein bisschen durch die Stadt zu laufen. Nummer 9, da können wir euch den Peter Bon Mountain empfehlen. Ob der Mountain heißt oder nicht, ist jetzt mal da total irrelevant. Zumindest sieht das mega spektakulär aus. Man hat einen Berg, der nach oben geht und oben steht nochmal eine Kugel drauf, also wie gemalt. Sieht aus, als ob sie umfällt. Als ob einer der anschubst, muss man heute runter. Es lohnt sich total am Morgen dann in der Nähe in einem Dörfchen oder einem Parkplatz zu suchen und dort den Sonnenaufgang zu beobachten, weil es ein richtig schönes Lichtspiel ist, da die Sonne durch die Berge scheint, man hat das Meer im Hintergrund, man sieht diesen Lichtkanal, der durch den Dunst des Morgens, es ist einfach so, so schön und später kann man auch weiter Richtung Norden die Strände abklappern, also es lohnt sich auf jeden Fall, dort einen Halt zu machen. Zehntens. Und da sind wir eigentlich auch schon direkt im Norden. Vielleicht habt ihr bemerkt, dass wir persönlich halt eher im Süden sind. Aber auch im Norden gibt es sehr, sehr tolle Sachen. Das Einzige, was ihr wissen solltet, ist, es ist im Norden grundsätzlich etwas touristischer. Also falls ihr auch nach Apartments oder sucht, werdet ihr wahrscheinlich dort mehr Auswahl finden, aber eventuell sogar auch höherpreisigere Sachen finden. Es lohnt sich aber alles mal zu durchforsten, vor allen Dingen Airbnb stark zu durchforsten. Und im Norden gibt es super, also eigentlich kann man die ganze Küste in Mauritius langfahren. Deswegen würden wir euch wirklich so einen Mietwagen empfehlen. Das, was allerdings natürlich besonders auffällig ist im Norden, ist Kap Malheureux. Die Region ist bekannt für die Kirche, die dort direkt am Wasser steht. Und zu einem sieht die Kirche aus wie gemalt, also super schön erhalten mit einem roten Dach an einem ganz schönen Örtchen. Denn davor ist ein Strandabschnitt mit türkisblauem Wasser, ein paar Fischern. Und weiter draußen am Riff könnt ihr beim Wind noch ganz viele Wassersportler beobachten. Von dort aus starten tatsächlich auch ganz viele Touren zu den nördlichen Inseln, die überhalb von Mauritius sind, also viele Katamaran-Touren und sowas. Das Ganze erwähnen wir euch jetzt allerdings so am Rande, falls ihr es low budget machen möchtet. Fragt vielleicht mal wieder einen Fischer, also grundsätzlich immer unser Tipp, egal in welchem Dorf ihr seid, ihr könnt eigentlich immer irgendwie einen Fischer fragen. Wenn er nicht fährt, dann hat er bestimmt irgendeinen Freund, der irgendwo hinfährt. Und ich glaube, das, was wir abschließend nochmal zu diesen ganzen Orten oder zu Mauritius allgemein sagen können, man kann es wirklich günstig machen, schaut bei Airbnb nach Unterkünften. Viele bieten auch in Kombination einen Mietwagen an. Und wenn es ums Essen geht,
haben wir bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, oder? So bei Straßenständen. Soweit auf gar keinen Fall. Es lohnt sich immer vorab erstmal zu fragen, was es kostet. Mhm. Und ihr könnt auch, weil wir die ganze Zeit sagen, fragt die Fischer, ihr könnt mit jedem eigentlich Englisch sprechen. Also so viel Englisch kann ja fast jeder und das macht es auch irgendwie so angenehm vor Ort. Und ihr müsst auch keine Angst haben. Also wir haben nicht die Erfahrung gemacht, dass wir dort irgendwo, oder dass man ein Auge auf uns geworfen hat, weil er uns irgendwas Böses will, sondern wenn, wird man eher ignoriert, was mal passieren kann. Aber wir fühlen uns dort einfach immer super wohl und super sicher. Und das, finde ich, ist absolut etwas Besonderes. Gerade ich war jetzt schon in einigen anderen tropischeren, typischen Reisekatalogstilen, die man vielleicht mit Mauritius gleichsetzen könnte. Und da war es leider oftmals so, sobald man aus der Hotelanlage rausgegangen ist, hat man sich sehr, sehr unsicher gefühlt. Und in Mauritius können wir wirklich sagen, ihr könnt da super selbstbewusst eigentlich so ziemlich an fast allen Orten entlanglaufen. Vertraut natürlich auf euer eigenes Gefühl, wie ihr euch fühlt, aber ansonsten ist es wirklich ein sehr, sehr schönes, abwechslungsreiches und vor allen Dingen auch sicheres Land, was absolut genug bietet für mindestens 2 Wochen, wenn nicht sogar deutlich, deutlich mehr. Falls euch die Tipps geholfen haben oder helfen werden in Zukunft, dann lasst es uns sehr gerne einmal unten in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, den Kanal einmal hier in der Mitte zu abonnieren, falls ihr Lust habt. Dann verpasst ihr nämlich auch keine Tipps mehr und verpasst auch nicht unseren Defender-Ausbau. Das wird nämlich auch spannend. Damit werden wir auch noch coole Reisen machen. Und hier oben verlinken wir euch einfach mal einen random Mauritius-Vlog, wo ihr ein paar Einblicke seht, wie wir dort die Zeit verbracht haben. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis bald. Tschüss! Ciao!